Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baufunk 24 on Tour. Ich war jetzt eine gute Woche im Büro, jetzt wurde mir schon wieder ein bisschen langweilig und heute wunderschöner Tag, arschkalt, minus 10 Grad heute Morgen. Aber wir sind hier in Bad Bentheim bei Hyundai und was es hier zu sehen gibt, was der Anlass ist, warum wir hier sind, das seht ihr jetzt. Hyundai hat uns heute eingeladen zu ihrem Kundenevent, das veranstalten die hier jedes Jahr. Anfang Januar und ich würde sagen, mir wird gerade ein bisschen schattig hier. Lass uns mal reingehen. So, ich nehme heute mal den Personaleingang. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier jemanden finden. Da vorne sehe ich schon jemanden, der Inhaber. Hallo, Flair Ackermann. Ja, grüß Sie. Was habt ihr hier für ein Event? Das Event ist ein Dreikönigstreffen. Das ist immer in der erste Freitag von neues Jahr, dass wir die Kunden zeigen, wie die weitere Entwicklung von Hyundai Ammann Mekelak ist. Ich habe das gegründet in 99 hier in Bad Bentheim und wir sind da mit 4 Leuten angefangen. Heutzutage sind wir hier 2017 mit 30 Leuten. Unser Kerngebiet fängt an, sag mal, vonaf Aachen, Köln hoch bis südlich von Hamburg. Jetzt muss ich ja zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich war mal vor 10 Jahren hier, aber ich bin bis dato noch nie in der Praxis mal Hyundai-Bagger gefahren. Können wir das irgendwie ändern? Ja, das können wir tun. Wir haben draußen ein Demonstrationsgelände, sodass Leute, die hier kommen, selber die Geräte auch ausprobieren können, gleich hier vor Ort, ohne dass wir irgendwo hinfahren müssen. Was habt ihr für Geräte hier? Wir haben hier ein 220 stehen mit Ölquick-Anlage. Und Radlader habe ich eben auch gesehen? Radlader 69 steht auch in unserem Gelände, können Sie auch ausprobieren hier. Den 69 habt ihr, glaube ich, zur Bauma erst gezeigt, letztes Jahr? Das ist ein neues Konzept, was die gemacht haben, mit der neuen Motortechnik rein. Und wir haben hier ein Gerät hier auf Demo stehen. So, jetzt bin ich aber doch ein bisschen heiß, ich will jetzt mal raus, Maschine fahren. Okay. Wo muss ich gerne, dann laufen Sie hier weiter raus, bei die Tür da. Und Sie laufen da so Demonstrationsgelände drauf. Hyundai HX 220L, 22 Tonnen Bagger, wurde auf der Bauma 2016 vorgestellt, also noch recht frisch, der Kollege hier. Bedienung, Sitzposition, ich habe hier so einen Grammar-Sitz, komme hier so mit meinen langen Grätschen ganz gut zurecht, kann auch die Joystick-Konsolen verstellen. Ich habe die jetzt relativ niedrig eingestellt, justiert, habe dann hier neben meinem rechten Bein auf der Konsole auch hier so ein Dreh-Drücksteller zum Bedienen, kann den drehen, kann ihn aber auch in die Richtung links, rechts, oben, unten einstellen. Habe hier noch eine USB-Schnittstelle, hier rechts Radio, ja, und schlüsselloses Start-Stop-System. Jetzt kommt hier auch eine Display-Animation mit Sound. Eine nette Spielerei, nettes Detail. Jetzt im Hauptmenü habe ich hier Drehzahlmesser, Tankinhalt, bestimmte Betriebsmodi, Regenerationsstatus vom DPF, Tankinhalt. Klar hier Öldruck bzw. Hydrauliköl, Temperatur, Motoröltemperatur. Auch noch ganz interessant ist hier diese Option. Jetzt kann ich nämlich hier mit meinem Handy oder über USB eben auch Medienwiedergabe machen, sogar Video. Hier Klimabedienung kann ich aber auch über meinen Drehdrücksteller hier bedienen. Das hier ansonsten sind Direktauswahltasten, Auto-Idle, Travel-Mode, bestimmte Arbeitsmodi. Dann habe ich hier noch im Menü verschiedene Werkzeugspeicher, Anbaugeräte, kann ich 10 Anbaugeräte speichern, konfigurieren. Was habe ich noch gesehen? Überwachung, Betriebsdaten. Klar, das ist alles mehr oder weniger Standard heutzutage. Aber so das ganze User Interface und das Design finde ich ganz cool. So, das Schöne ist hier an dem Hyundai, dass er Kameras hat. Und zwar nicht nur eine Kamera, die nach hinten schaut, sondern er hat gleich 4 Stück davon. Quasi 360 Grad Rundumblick.
Und da gibt es verschiedene Ansichtsmodi. Wir haben jetzt hier einen mit einem Splitscreen, wo jede Seite einen eigenen Bildabschnitt hat. Und hier diese grüne Linie, das macht das Ganze interessant. Das ist hier die Abgrenzung zum Gefahrenbereich. Also jetzt hier fängt hier die Kette an. Also da sollte man natürlich weniger sich aufhalten. Und was er jetzt hat, er hat eine automatische Detektion von Personen. Kann ich euch mal zeigen. Wir haben hier zwei nette Kollegen hier vor Ort. Die kommen jetzt mal hier hinter den Bagger. So, und jetzt sieht man hier, nähern sie sich. Noch ist grün, noch ist nicht. Und jetzt, jetzt gibt es rote Kästchen, rote Linie und Dauerton. Das finde ich echt cool, weil wenn du jetzt hier mit deinem Anbaugerät hier vorne schön beim Arbeiten bist, konzentrierst dich, dann guckst du ja nicht unbedingt immer hier drauf. Und der checkt das immer, wenn hier Gefahr im Verzug oder Personen in der Nähe sind. So, gibt aber noch verschiedene Ansichtsmodi. Ich gehe hier auf den Touchscreen, jetzt bekomme ich hier verschiedene Optionen. Gehe hier mal auf den 360 Bird View, auf die Vogelperspektive. Das finde ich cool. Hatten wir ja auch in unserem Pickup-Test beim Navara. Finde ich da schon super beim Auto. Kostet hier, glaube ich, so um die 1700 Euro. Als Option finde ich jetzt persönlich einen fairen Kurs für das, was man hier kriegt, auch an Sicherheit. Was jetzt hier ein bisschen schwierig ist, finde ich, vielleicht gehört da ein bisschen Erfahrung zu, die habe ich jetzt natürlich nicht. Ich habe jetzt hier irgendwie so einen Betonträger und ich kann jetzt schlecht einschätzen, ob der hier von der Höhe, ob der auf Höhe Unterwagen noch ist oder schon auf Höhe Oberwagen. Das heißt, vielleicht könnte ich ja da drüber schwenken, weiß ich jetzt nicht. Aber was ich dann auch noch cool finde, du hast hier verschiedene 3D-Perspektiven, zum Beispiel mal so eine Perspektive von hinten. Finde ich echt super Geschichte und eben, dass es auch im Prinzip passiv so ein bisschen im Hintergrund arbeiten kann mit dieser Personenerkennung. Das ist eine klasse Sache, die ja auch viele Unfälle sicher vermeiden kann. Ich habe noch nie mit dem Sortiergreifer gearbeitet, aber never say never. Das war mal jetzt ein bisschen Baggerballett für Anfänger. Da ist noch Potenzial, da ist noch Luft nach oben, aber jetzt fürs erste Mal. Da vorne steht noch ein Radlader, den gucke ich mir jetzt auch noch mal an. Ja, noch eine Premiere, ich auf einem Hyundai-Radlader, hier Hyundai HL960, wurde auch zur Bauma 2016 präsentiert, hat 18,8 Tonnen, also rund 19 Tonnen, ist ein Cummins-Motor drin mit 225 PS. Und hier als Option, Besonderheit, haben wir hier in der linken Armlehne die Joystick-Lenkung verbaut. Die ist Option. Und gerade beim Bagger habe ich ja euch mal dieses 360-System von Hyundai ab Werk gezeigt. Hier ist jetzt hier die reguläre Rückfahrkamera verbaut. Aber hier habe ich noch eine externe Nachrüstlösung, auch als 360-Grad-Kamera. Ich habe hier im Prinzip ja zwei Displays. Einmal mein Kombi-Instrument in der Mitte mit Tacho und dann Temperatur für Hydraulik, Motoröl und Tankinhalt. Und dann noch hier dieses kleine Multifunktionsdisplay mit der Ganganzeige auch. Und dann hier rechts eben mein Bedienpanel, ähnlich von der Art, wie das im Bagger auch ist. Ein bisschen anders von der Menügestaltung. Hier sind noch ein paar mehr Knöpfe dran. Was ich hier ganz gut finde, ist, ich habe hier auf den ersten Blick im Hauptmenü neben der Drehzahl auch ein paar Infos, zum Beispiel Betriebsstunden, dann Modus für den Motor, also ob es jetzt Eco-Mode ist, Standard Power. Und was mir gefällt, ist, ich sehe sowohl den Modus, der gerade aktuell ist. Ich kann aber genau dort auch eben sagen, draufdrücken und kann dann hier wählen. Zum Beispiel jetzt hier Modus auf Standard oder Echo.
Ich habe hier standardmäßig ab Werk auch eine Wiegeeinrichtung, die ist nicht geeicht, soll aber, wenn sie hier mal installiert ist, recht genau sein. Auch schlüssellos, ich kann entweder den Schlüssel in der Tasche behalten oder wenn ich den Schlüssel gar nicht dabei habe, kann ich mit einem Zugangscode starten. Und würde ich sagen, machen wir hier nochmal das Schätzchen an und fahren nochmal eine Runde. Was ich hier noch habe, ich kann zum Beispiel eine Rastung einstellen, eine Artierung, sowohl für die Schaufel als auch für das Hubgerüst. Ist hier, finde ich, auch ganz intuitiv gemacht von der Menübedienung. Dann habe ich einen revisierbaren Kühlerlüfter. Da kann ich jetzt auch die Intervalle machen, zum Beispiel jede 1,5 Stunden, oder ich kann es auch manuell machen. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt möchte ich mal ausprobieren, jetzt fahre ich mal. Ich fahre jetzt hier komplett mit Joystick-Lenkung, aber ganz interessant, ich könnte auch jederzeit hier wieder ins Lenkrad greifen und das Lenkrad übersteuert immer die Joystick-Lenkung. So, liebe Leute, das war es hier von Hyundai in Bad Bentheim. Mein Besuch, meine kleine Testfahrt mit dem 220er Bagger hinter mir und dem 69er Radlader. Frage an euch, habt ihr schon mal Hyundai gefahren? Schreibt es uns in die Kommentare. Ebenso natürlich gerne Daumen hoch und ich freue mich über ein Abo. In diesem Sinne, bis demnächst.